Gucken wir wenigstens noch schnell in die dritte Ebene runter. Wasser. Okay. Nice and quiet. Das hier scheint auch nicht sonderlich groß zu sein, aber. Und hier unten gibt es Grabsteine, okay. Auch toll. Trotz ihres zeitlich bedingten Verfalls sind viele dieser Nischen mit enderianischen Nachnamen graviert. Okay, hier ist eine Brücke. Da ist ein Sarg mit einer Falle. Okay. Falle entschärft. Tulgar? Schleich nicht herum, komm ins Licht. Oh. Bist du mir freundlich? Vor den flackernden Fackeln in oranges Licht gehüllt sitzt eine massive Kreatur auf der entgegengesetzten Seite dieser weiten Kammer. In diesem Raum stinkt es beißend nach Blut und Innereien, und sei sich der Ogre erhebt, weht ein übelriechender, den Staub unter seinen Füßen hochwirbelnder Windstoß in deine Richtung. Wenn sie nur gewusst hätten, wie viele ahnungslose Narren in mein Lager spazieren würden, sie hätten mich nicht ins Sizil geschickt. Trotz seiner Worte studiert dich der Ogre leidenschaftslos. Seine bleichen, grimmigen Gesichtszüge sind voller Streifen getrockneten Blutes. Andererseits glaube ich, dass sie einfach den Geschmack von Zwergen verloren haben, da sie sich nun schon so lange aneinander gelabt haben. Der Ogre wendet sich ab. Ich werde nicht zum Essen gemästet werden. Du wurdest ins Exil geschickt? Geh nur ein kleines Stück nach unten, dann wirst du herausfinden, was aus uns geworden ist. Früher waren wir ein Dutzend und jetzt sind wir nichts. Unsere große Anführerin von Stimmen in Raserei getrieben und unsere Krieger verzehren einander. Und ich, der Feigling, warte hier allein auf den Tod. Einfach gesagt als getan. Er deutet auf einen Haufen Knochen und Kleidung. Der Hunger hat seinen eigenen Willen. Oberin Solla weiß das nur zu gut. Wer bist du? Ich bin Tulga, einer von Zollas treuesten Kriegern. Eins. Der Ogre zuckt mit seinen Achseln. Ach, es spielt keine Rolle mehr. Geh nur ein kleines Stückchen nach unten, dann wirst du herausfinden, was aus uns geworden ist. Ach, das hat er schon mal gesagt. Ich sollte dem Leben dieser Zoller ein Ende setzen? Ja, wenn du das schaffen könntest, dann wären wir zumindest von diesem Wahnsinn befreit. Wer weiß schon, wie lange wir noch einander verspeisen, hier aushalten könnten, bis nur noch einer übrig ist. Bring mir ihren Wendelring, dann werde ich wissen, dass es vollendet ist, dass unser Clan endlich nicht mehr ist. Zwerg, betrachte das als den letzten Wunsch eines gefallenen Ogres. Erledige, was ich nicht kann, dann werde ich eine Belohnung finden, die deiner Dienste würdig ist. Okay. Ein Ogre. Eine gute Pike. Ich habe ein paar Fragen an dich. Also gut, dann frag schon. Mir ist schon noch nie zurückgekommen, dass so viele Ogre an einem Ort zusammengelebt hätten. Es ist unüblich, nicht ohne eine Oberin, die uns zusammenbringt, die unserer Gezänk Vernunft entgegensetzt. Zolla gehörte zu uns und jetzt sind wir ihr in den Tod gefolgt. Wie bist du hier unten gelandet? Wir jagten Zauriers durch die Höhlen und isolierten sie in den Höhlen über uns. Wir dachten, das würde vorerst ausreichen. Hätte es vermutlich auch, wenn die Zauriers nicht vor kurzem krank geworden wären. Jetzt hat hier Gift auch uns infiziert und Zolla würde uns nicht gehen lassen, selbst wenn wir es versuchen wollen. Was ist mit eurer Anführerin passiert? Oberin Zolla? Seit unserer Ankunft hier wurde sie von Albträumen geplagt, schrecklichen Träumen von etwas in der Tiefe. Sie war davon überzeugt, dass wir nicht dorthin gehen sollten. Tulga senkt den Kopf. Ich sag dir, dass sie sich keine Sorgen machen sollte. Ich dachte mir nichts dabei, bis wir das Gift in den Zauribs entdeckten. Es veränderte sie. Was es auch war, was sie die Stimme sagte, sie wurde härter und kälter. Vielleicht war es genug, dass die Stimme all diese Tage und Nächte niemals schwieg. Vielleicht verschlimmerte das Gift die Tränen noch mehr. Aber wahrscheinlich ist es am schwersten, den Wahnsinn in denen zu sehen, die ihr nahestehen.
Ich aber hätte es trotzdem sehen müssen. Dafür ist es jetzt zu spät. Und ich, der Feigling, warte hier allein auf den Tod. Einfach gesagt als getan. Ihr seid am Verhungern? Gibt es hier unten denn gar nichts Essbares? Viele Jahre lang haben wir hier gelebt und die Höhlen um uns herum haben sich verändert. Viele alte Tunnel wurden geschlossen. Vielleicht ist das das Werk der Spinnen. Eine Zeit lang lagten wir unter den Zauribs und es ging uns recht gut. Dann aber erkrankten die Zauribs-Stämme, sie wurden vergiftet. Anfangs bemerkten wir nicht, zumindest nicht, bis auch wir schwach zu werden begannen. Manche von uns wurden unter dem Einfluss des Gifts zu wahnsinnigen wilden Tieren. Die oberen Zulla, der stärksten unter uns, ging es nicht so leicht. Sie fiel dem Wahnsinn nur langsam zum Opfer. Einige von uns fuhren sogar wissentlich damit fort, die Xaurips zu essen. Es gab einfach nichts anderes. Sie starben schmerzvoll, dafür aber schnell. Andere wagten sich in die große Treppe hinaus und suchten nach einem Ausweg. Zulla verbot uns noch rechtzeitig den Aufbruch. Wenn wir schon nichts zum Jagen finden können, sagte sie, dann müssen sich einige uns zum Wohle aller opfern. Ihr seid Kannibalen? Ja, so weit ist es mit uns gekommen. Selbst ich habe es probiert. Danach gibt es wohl kein Zurück mehr. Diesen Moment werde ich für den Rest meines Lebens nicht vergessen. Es sollte besser gehen. Dann geh und denk dran, dass ich von dir erbeten, was ich von dir erbeten habe. Okay, hier unten ist auch nicht gerade alles rosig. Wenn sogar schon die Oger uns um Hilfe bitten. Bist du ein einzelner, alleiniger Oger? Take him down. Au, ja, bist du. Aber wir können dich ziemlich gut unterbrechen, auch wenn du gerade eh da oben genatzt hast. Ogerblut. Ja, okay, so einzelne Oger, wenn es nur 12 Stück sind, wie er gemeint hat, können wir noch umnatzen. Wobei das hier wie ein Thronsaal aussieht. Oh, 2 Oger, das könnte etwas schwieriger werden. Vor allem, das eine ist ein Oger-Druide. Hat der gerade einen Bumerang geworfen oder sah das nur so aus? Durenz, mach mal die Heilung. Und du bomb mal auf den Oger. Au, das war Fenris mit einem Hieb. Du heil dich mal selber. Du wirk mal so ein dickes Geschoss auf den Oger. Ja, das scheint zu helfen. Setz mal gleich eins nach. Hat er sich gerade selber umgehauen? Ich glaube ja. Okay, du bist leider ausgeschalten, Alof. Dann... Diese Oger scheinen ja eine einzigartige Rasse zu sein. Wenn wir uns mit ihnen unterhalten könnten. Okay. Wir werden uns auf jeden Fall gleich zurückziehen müssen. Sie waren ein Dutzend, also 12. Einen haben wir ja gerade eben getroffen. Da sind es 11. 3 haben wir ausgeschalten. Da sind es nur noch 8. Okay. Edda hat jetzt nur noch genauso viele Lebenspunkte, wie er Ausdauer hat. Das könnte schon schwieriger werden.
bin aber so neugierig irgendwie. Eine beeindruckende Statue. Was meinst du, wie alt sie ist? Diese in einer dezenten Nische aufgestellte Steinfigur scheint kühnen Schrittes voranzuschreiten, wobei sie einen Arm hochstreckt. Die Statue inspizieren. Anhand des Kleidungsstils und aufgeplatzten Bartresten auf der Statue vermutet Alof, dass es sich hierbei um den Graf von Jenwald handelt. Dieser berühmte Krieger war bekannt dafür, seine Krieger selbst mit einem leuchtenden Säbel in die Schlacht zu führen. Wahrscheinlich, wenn wir den leuchtenden Säbel hätten, könnten wir ihn da reinstecken und würden hier den Geheimgang, den man hier ziemlich dezent erkennen kann, öffnen damit. Und hätten vielleicht so eine Abkürzung endlich nach oben wieder. Ogre. Nein, mit Ogern legen wir uns jetzt nicht mehr an. Ich will nur mal spicken gehen. Das mache ich am besten mit Hagrim. Der hat, glaube ich, die beste Versteckenschance. Ja, hat sich erledigt. Ja. Okay. Dann lassen wir Kate Nua jetzt erstmal hinter uns. Wir haben ja schon mal ein gutes Stück geschafft. Für Ebene 5 sind wir eh noch nicht stark genug. Die Oger gehen einigermaßen. Es kommen ja nicht so viele auf einmal, nur 2 Stück bis jetzt. Und nach der Aussage von dem einen sind es nur noch 8. Weil sie waren 12. Ihn haben wir ja verschont. Und 3 haben wir getötet. Macht 4 weg, macht nur noch 8. Aber da unten mit dem Jungdrachen es aufzunehmen, das könnte etwas schwieriger werden. Deswegen lassen wir das noch eine Weile gut sein. Rasten lieber nochmal und dann schnappen wir uns Sagani und gehen in Richtung Dürfurt. Dass wir mal mit der Hauptquest auch weiterkommen. Wenn wir Level 9 erreicht haben und unsere Waffen mal ein bisschen abgegradet haben, was wir ja ab Level 8 können, da wir auch genug Gold und so haben. Müsste das eigentlich gut gehen. Ja, sobald geladen hat. Ja, ich sehe meine Maus schon mal gut. Jetzt muss ich nur noch das Gebiet sehen. Ja, 2,5 Gebiete sind schon mal nicht schlecht. Die wir gesäubert haben von 15. Ich hoffe, wenn wir das nächste Mal kommen, können wir wenigstens die ersten 5 abschließen. Naja, mit Level 9 müssten wir eigentlich ziemlich weit vorwärts kommen, da in den Gebieten da unten. Und ich denke mal, bis Level 9 sind wir auch stark genug, die Kopfgeldjäger-Aufträge zu machen, die wir haben.